So, weiter geht es mit Spanien. Oh, direkt zur Strecke. Hast du auch damit den Gummiabrieb bekommen, die Jahre? Nee. Tja, Pech. Nee. Scheiß Team hast du halt. Nö. Ah, gib Gummi jetzt! Lol. Noch voll auf die andere Strecke. Nein! Was los? War ich zu gierig? Ah, die ist das. Jetzt kann ich mich erinnern. Ja, ich kann mich auch erinnern. Fand die irgendwie immer recht ähnlich zu Bahrain. Ich habe einen vor mir. Ja, auf der Karte bist du hinter mir, aber in der Hingucke ist da keiner. Jetzt hat es mich Sehe dich echt aber, verwirrt. wenn du das dann vor mir Und bist. meine Reifen sind echt noch nicht. Kann ich sehen, wie die waren? Ja, das bin ich. Nichts für den Schatten. Klar. Verbremst. Nicht, du bremst mich aus. Hey. Was hast du für eine Kameraeinstellung? Nicht die Cockpit, die da drüber. Die hat Hast du automatisch geändert? so ge Nee, die hat automatisch bei dem ganzen Koop-Modus so gegeben. Ach so, aber nicht. Du siehst das Auto nicht komplett von oben, oder? Nee, das nicht. Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt das. Du kannst es, glaube ich, in der Einstellung erst ändern, also nicht mit einem Knopf. Was ich auch dumm finde. Ah, zieh mal an hier. Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben, mit Hilfe der Temperaturtafel deiner MFA. Wir überwachen sowohl die Temperatur im Inneren als auch auf der Oberfläche. Die besten Leistungen erzielst du beide im Normalbereich. Die Oberflächentemperatur fluktuiert schneller. Also fahr ein paar Runden mit offener Tafel. Ah, ich muss, das ist so scheiße mit dir. Ich gehe in die Box, ey. Mit mir vor allen Dingen. Ich hast die ganze Zeit Windschatten, du Arsch. Das bringt mir nur nichts, wenn ich immer vor den Kurven eher abbremse, um nicht in dich reinzudonnern. Hast du jetzt gesehen? Ja. Auch wie ich in die Wand bin? Ich dachte, nee. Ich denke dann immer, naja, wenn du jetzt noch wartest, eh du bremst, du bremst halt immer ein bisschen eher, aus Sicherheitsgründen. Aber man hat schon deutlich gesehen, der Unterschied, also. Ich glaube, in den Kurven bist du schneller und ich bin auf den Geraden schneller. Weil auf der Zielgeraden bin ich dir ja ganz schön weggefahren. Ja.
Ah, zu eng genommen. Wie? Hat er mich überholt oder was? Ja, komm! Yeah. Jetzt habe ich hier wieder einen, der mir ganz auf den Sack geht. Und jetzt kommt ja einer aus der Boxengasse raus. Ist jetzt richtig viel los hier. Ich habe zum Glück gerade freie Bahn. Vorerst. Ah, hier muss man so kurz abbremsen. Scheiße. Das hat mich aber auch weggedonnert, du. Alter, der Controller ist so laut, ne? Nein, ja. Duck, ja. Ja. Ich glaube, du mal in der Elite. Tschüss. Mir geht ganz schön die Finger, ey, wenn du das gar nicht mehr so gewohnt bist, ständig auf Gas zu drücken. Ich weiß nicht, ob das bei einer Elite auch so ist, aber... Ich merke, wenn ich zum Beispiel ganz rechts am Anschlag bin und muss umfassen, weißt du, wie ich meine? Muss ich da kurz vom Flügel runter, weil ich verliere dann schon immer ein bisschen an. Also in einer Kurve merke ich es irgendwie fast. Ja. Ja, das Stück zu weit raus, aber Zeit sieht gut aus. Ein bisschen mehr ein Auge auf die Map haben. Ja, das war wieder die sachte Kurve. Ah, fast wieder. Ja, das ist doch scheiße, ey. Ich gucke einmal auf die Map und dann Kurve verkackt. Nee, das ist so schnell hier. Der Ricciardo da! So, ich will noch eine Runde. Ist gut. Dann merke ich jetzt vom Grip her, dass die Reifen ein bisschen besser sind. Also warm so. Ja, das ist diese Scheißkurve, da verliere ich immer. Gibt's doch nicht! Ein Plus gemacht.
Komm, zieh! Zieh! Ja! Mir war gerade eine halbe Sekunde plus, also grün, und dann, als ich im Ziel war, also kurz vorm Ziel war noch eine halbe Sekunde, also irgendwas. Im Ziel auf einmal dann nicht mehr. Ich weiß nicht, was das für eine Zeit ist. Ja, das war die Kurve jetzt, ja. Okay, die Zeit gilt gerade nicht, weil ich überschritten bin. Ja, immer noch nicht so perfekt. Ja, jetzt habe ich aber ein paar andere Kurven auch verschissen. Ich hole den Kurven immer richtig gut auf. Oh, krass. Ach so, nee, das, ich habe mich verguckt. Und hier, da bin ich, da ist die Karre von mir zu langsam. In manchen Kurven gibt es ja so gelbe Curbs, die du noch siehst. Und über die darfst du dann auf keinen Fall drüber fahren. Da gibt es eine Strafe. Wo ist denn jetzt? Ach, der ist in die Box gefahren. Jetzt habe ich wieder so viele Leute hier. Ich habe nur noch 4 Runden. Gummi! Grip! Überschritten, das war doch nicht überschritten. Zeigt er das aber an, oder? Ja, da komme ich auf eine Meldung. Ja, aber die Zeit? Ne, die Zeit hat er trotzdem gestoppt. Dann hört er auch auf mit der Zeit. Ne, jetzt geht die weiter, die Zeit. Ja, letzter Angriff hier. Ich fahr jetzt noch, bis der Sprit leer ist. Drei Runden reicht mein Sprit noch. Was hast du für eine Zeit? Was, bis Sprit alle ist, oder wie? Eine beste Zeit. Ich bin Vierter. Achso, und Sekunden? Oder was ist deine Zeit? Boah, ich guck da jetzt nicht drauf. Nee, passt. 1:23.239. Eine halbe Sekunde besser als ich. Aber ich könnte vielleicht noch mal angreifen jetzt hier. Ah, verkackt, oder? Komm! Nein! Ach, schade. Tada. Ein bisschen besser. Ja, immerhin 1:23.9. Bisschen verbessert. Ja,
Ja, ich hätte noch ein bisschen Zeit, aber jetzt bin ich gerade null konzentriert irgendwie. Aber je länger du fährst, desto besser sind die Reifen. Macht schon Sinn, dass man ein bisschen abfährt. Ja, ich komme zu viel auf die Curbs, das kostet mich echt Zeit. Halt die Fresse! Ja, gesagt, tank leer, oder? Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Oh! Haben Boxenstopp verpasst. Ich verbessere mich nicht mehr hier. Verbessere mich noch, deswegen fahre ich jetzt einfach mal durch und gucke, was passiert, wenn ich nicht schaffe, den Boxenstopp. Ah, platzmäßig. Ja, meine beste Zeit ist aktuell 1,23,5 und du hast 1,23,3 oder was? 2,3. Und das macht. Du bist Platz 4. Nein, jetzt bin ich schon Platz 8. Ach so, ich dachte, das macht jetzt. Jetzt muss ich irgendwie hier Sprit sparen. Noch in die Box schafft. Guck mal, ob das aufgeht, dass ich es noch schaffe. Ja. Oh, zieh, zieh! Ja! Ja, ich hab den ersten Platz, nice. Lol. Das hat sich aber noch übelst verbessert. Ich kann eigentlich einfach tanken und dann weiterfahren. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ich gucke auch noch, ob ich es schaffe in die Box. Ich schaff's noch. Ja, hallo, fahr doch einfach mal vorbei. Ich werde von zwei Seiten überholt. Ich hab's geschafft noch, aber ich müsste jetzt übelst langsam fahren. 100 km/h und sowas. Fahr doch vorbei. Oh, so ein Depp. Ich
Alter, das ist ja lange am Boxenstopp. Ah, das war's schon. Ich fahre mich jetzt rein oder was? Warum? Wollte nur tanken. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Ah, hier sehe ich ein Zeichen. Du hast 1,22, 4. Gucken, wo hallo. Du so viel. Das ist doch die Boxeneinfahrt hier, ja. Ja, die kommt echt beknackt. Boah, das ist ja behindert, Alter. Das ist durch dieses Autolenken. Komme ich da nicht rein jetzt? Naja, ich brech ab hier. Tschüss. Geht gar nicht, muss in die Box. Ja, wenn du Sprit leer bist, musst du, ja. Ja, aber... Komm, dann verbrate ich den jetzt. Leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist diese... Das, die Lenkhilfe, die müssen wir ausstellen. Also ich bin im ersten und im zweiten Sektor schneller als du, aber du bist dafür im dritten. Ja, halbe Sekunde schneller. Bist du im dritten Sektor so? Wahnsinnig schnell. Ja, da bist du der Schnellste im dritten. Das war aber auch da, wo ich anfangs Probleme hatte bei der einen Kurve. Zweiten Sektor, wer ist da der schnellste? Sergio Perez. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Was ist nur das denn im dritten Sektor, wo ich so viel Zeit verliere? Auf alle. Vorher bin ich echt genauso gut, sogar besser als manche. Fahr noch mal raus hier. War das jetzt schon hier? Nee. Ja, wir sind noch 10 Minuten, glaube ich. Hier ist die. Komme ich schon wieder nicht in diese Boxeneinfahrt rein? Warte mal, kann ich das hier gerade mal ausstellen? Fahrhilfen. Kannst du es aber auch per Funkspruch angeben, dann lenkt er dich vielleicht automatisch rein, oder? Wie geht das denn? Du hast unten RB ist ein Funkspruch. Dann zeigt er dir zumindest das auch auf der LDA-Linie an, glaube ich. Ja, aber wie geht das dann? RB und dann mit einem frechen Pfeil, also vom Steuerkreuz rechts drücken, dann bestätigst du einfach diesen Message. Und ob, dann wissen die vielleicht und dann lenkt er dann vielleicht auch von sich alleine da rein. Das weiß ich nicht. Eine Vermutung. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Bam, bam, bam. So, ab. Tschüss. Was? Raus hier.